Jo Freunde, was geht? Ich habe mir wieder was für euch überlegt. Und zwar gibt es wieder ein Gewinnspiel. 6x50 € im Paysafe-Karten sind zu verlosen. Was ihr tun müsst dafür, ist ganz einfach. Meinem Account folgen, kommentieren für höhere Gewinnchancen und natürlich liken von den Videos. Auslosung wird am 1.11. sein. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück und viel Spaß mit dem neuen Video. Euer Gamble Joey, danke für den Support. Let's go! Jo Freunde, was geht? Gamble Joey ist zurück. Eine neue Folge. Bam! Wir sind heute mal wieder im Bankumbet Casino. Ich habe eine Balance von 10.405,96 €. Echtes Guthaben. Hier könnt ihr das sehen. Wir gehen heute rein in 7 Books. Unlimited heißt es, glaube ich. Im Bankumbet Casino, falls ihr dort auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kann sich man spielt. Bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. Falls ihr nicht zockt, lasst sein. Wir gehen rein. 7 Books Unlimited. Das war damals auch mal ein Abo-Wunsch. Grüße gehen raus. Schön, dass ihr dabei seid. Nehmt euch was zu trinken, was zu essen. Genießt diese Folge. Kostet 890, oder? Ja, ich glaube, das sind 890. Genießt diese Folge. Ich hoffe, wird eine längere. Wir gehen rein. 890 €. Ach, lol. Nee, das war, glaube ich, nicht 890, ne? Für wie viel habe ich denn jetzt gekauft? Ich check das einfach schon wieder nicht, wie so ein Idiot. Okay, interessantes Symbol haben wir bekommen. Das ist auf 100 € oder so. Oh Mann, ich hab das auf 1 € gekauft. Ja, aber es ist auch unübersichtlich, dieses Game, finde ich. Ich pushe die jetzt durch, weil die auf 1 € waren. 129 €. Oh Mann, ey, wie so ein Amateur. Jetzt habe ich die auch noch verballert. Okay, 10 € Fach. Jetzt ist richtig. Wir gehen rein. Let's go. Ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt, aber wir gehen rein auf 10er. 7 Books Unlimited. Genau, das war das Game, was ich damals öfter mal gewünscht wurde. Ich habe es ja auch dann auch, glaube ich, einmal gezockt gehabt. Da habe ich aber richtig vor die Mappe bekommen. Ich hoffe, heute sieht es anders aus. Ich habe wieder ein Water dabei übrigens. Nehmt euch auch was zu trinken, falls ihr Bock habt, und gönnt euch jetzt diese Session. War ja ein bisschen unangenehm, was ich da gerade gemacht habe, ne? Ding! Oh, aber ist eine Reihe? Scheint eine Reihe zu sein, 230. Ist ja vom Symbol noch nicht viel gesehen, das Symbol ist an sich auch nicht so gut, diese Zitrone. Zweitbestes. Heute habe ich es aber. So. Kein Vierer, kein gar nichts. 480 €. Ja. Boah, geht so Big Win, ne? Soll ich machen? Er drückt. Let's go. Und damit haben wir sogar Profit gemacht. Weil ich wie so ein Verrückter wieder gedrückt habe. So, dann gehen wir rein. Jetzt möchte ich was Schönes sehen. 7er. Ah, wieder Lucky-Symbol da unten. Dann brauchst du hier schon die Verlängerung. Komm, Ding. Mach die. Let's go! Ich sag's noch und er geht rein. Geil. Und jetzt hier die 7 will ich haben. Okay, Melone ist auch gut. Halt so ein Premium-Symbol, ne? Was ist das denn jetzt? Bin ich hier falsch drauf gekommen? Okay, ich kann gar nichts mehr erkennen. Ist, glaube ich, ein 4er gewesen.
Monat Euro bisher. Okay, er klingelt. Keine Ahnung wofür. It's Magic, sagt er. 850 auf dem Tacho. Ey, Bo, mach mal die Melonen. Boah, Verlängerung mit Sick. Ding. Schade. Oh, Vierer, gut. Wie viel gibt das? 200 Euro. Big Win, sagt er. Oder waren das 300 Euro, ne? Ja gut, war ja solide. 10.700 jetzt drauf. Dann gehen wir nochmal rein. Ich drücke schon wieder so rum. Nehmt euch daran kein Beispiel, Freunde. Okay. Ich würde mal gern einen Fünfer kriegen, ein Vollbild. Ja doch, das ist schon was. 300 Euro. Jetzt verlänger. Boom. Ach, schade, Mann. Das kann man auch viel zu schnell zocken. 455, die waren jetzt leider nicht so gut. Soll ich die nochmal Karte drücken? Ich glaube, der geht nicht. Nehmen wir einfach an. Okay, 10.200 drauf. Ist aber alles solide hier. Leider keine Vollreihe. Jetzt die 7, komm. Ach du heiliger Kirsche. Ich brauche die Verlängerung. Auf Kirsche kannst du auch verlängern. Ja, wollte schon sagen. So, das ist ein besseres Symbol. Die ersten drei. Oh, die ersten drei. Was macht das? Hat jetzt aber auch nicht so viel gemacht, ne? Brauchst du schon 4, 5 Stück? €510 bisher. Dann machen wir mal 5 Trauben. Okay, fangen wir mal mit 4 an. Wie wär's? €735, boah. Könnte schlechter sein, könnte besser sein. Das auch so ehrenlos schnell zocken, ne? Oh, Bar! Okay. Jetzt vielleicht mal einen dicken Hit in dem Game. Wenn er sich strafft. Oh, Verlängerung. Schade. Verlängern mit den 7ern. Ja, gut. Das ist ein 4er, 7er. Nee. Fabulous. Aber er verlängert oft, ne? Also bei mir jetzt heute. Interessante Symbole. Der muss die nur zahlen. Komm schon. Nicht mal ein Dreier gemacht bisher. Okay, Dreier.
Und jetzt ein Vierer, komm. Aber nicht schlecht. Aber vorankommen wir so natürlich auch nicht, ne? 10.300 wieder drauf. 25 Euro kann man zocken. Bumm. Scheiße, ich dachte irgendwie, der geht jetzt ehrlich rein. So vom Gefühl her. Boah, schade. Dumm. Der hat mir schon dreimal zwei Scatter gegeben auf 25. Ding! Junge, was macht der mit mir? Junge! Das vierte Mal, fünfte Mal, sechste Mal, keine Ahnung. Prankt der mich so? Okay, ich lasse sagen. Nein. Ich glaube nochmal auf 10er. Duk, 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 duk. Let's go, 7er. Jetzt aber. Komm schon. Mach die 7er rein. Oder Verlängerung. Ding. Let's go! Mit 7er Verlängerung. Jetzt kann es doch mal was werden, oder nicht? Mit der Glocke. Ne, Melone, okay. Sind das 100 Euro? Brauchen wir einen Dreier, wären schon Tusi. Ach, die 7er, Junge. Die kommen doch so selten. So schwach gezahlt, ne? Der hätte richtig knallen können. Ja, was für Big Win. Das Game soll mal zahlen auch. Junge, 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 was macht der mit mir? Ich habe noch nie von so einem anderen Symbol 4 oder 5 Stück bekommen. Von so einem vernünftigen hier, Melone oder so. Was ist denn daran so schwer? Knall die mal da rein. Top-Symbole wieder. Und der Brezahlt wieder gar nichts. Was ist das? 695. Mit 20 Freispielen. So, letzte Mal, glaube ich. War wieder.
Jetzt verlänger, komm. Bam, bam. Oh. Da oben hängt es auch noch. Nee, weiß ich nicht. Ich habe noch nie bei dem Spiel so wirklich was geholt, ne? Im Endeffekt macht mich das immer fertig, das Game. Muss man ja richtig Geduld aufweisen. Hat. Auf 960 gepusht das Ding. So ein Symbol müsste doch kommen. Ding. Ja, davon gibt es einen Vierer. Guck. War ja solide. Und dann noch ein 5er hinterher. Wie wär's? Wenn wir mal richtig im Profit-Bereich kommen. Ach, schade, Mann. X135. Haben wir jetzt auf dem Tacho 9,4. Na gut, es geht schon noch. Die sind schon, die Zahlen schon in Ordnung so. Weil sonst wären wir ja deutlich weiter unten. Aber ich würde mal gerne einen Gewinn da drin holen. Verlänger. Die Verlängerung wird uns halt in den Profit-Bereich bringen, ne? Irgendwie macht es ja trotzdem Bock. Das ganze Kaufen immer. Du brauchst Verlängerung, ansonsten wird das nichts in dem Game. Hm. 9000 Euro drauf. Das macht minus 1400 oder so, ne? Hm. Weil wir jetzt noch nicht. 9000. Perfekt. Junge, was war hier denn los? Wie oft ist denn bitte rot gekommen? 1000 Euro auf Schwarz, Freunde. Guck mal eben, sorry, ich gucke hier parallel eben, weil ich wollte eigentlich noch ein Spiel spielen. Ob ich das finde. Komm, wir brauchen schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Schwarz. Mann!
auch schwarz. Der hat so oft rot gegeben, der kann doch jetzt schwarz machen. 2000 Euro auf schwarz. Goldzeile im Roulette. In Bankomwelt, komm. Sonst hätte ich mich hier wieder verzockt, ich sag's euch. 10.000 Euro wieder drauf. Puh! Eieiei, let's go. Der war wichtig. Der war wichtig. Jetzt habe ich das Spiel nachgeguckt und dabei jetzt wieder vergessen, was ich spielen wollte. Ey, ich... weil ich zu aufgeregt war. Ach, Leute, ey. Dann spielen wir mal Dog or Alive. Mal wieder habe ich auch lange nicht gezockt. Tausender. Abfahrt. Dünn. So, Rainer. Mach mal einen Dreier rein. Okay, 11 Spins. Let's see, Freunde. Mal gucken, was der macht. Pragmatic Game. Ihr wisst ja, Dockhaus-Reihe. Da fühle ich mich eigentlich zu Hause. Jetzt im Bankenbett. Mal gucken. Übrigens, man bräuchte die drei Scatter, ne? Für alle, die das nicht wissen. Die, die noch nicht aufgetaucht sind. Der kriegt einfach komplette Freispiele ohne Scatter hin. Das ist doch wieder nicht zu fassen. Und jetzt hängst du da wieder. Tausender weggeknallt, 100 Euro zurückbekommen. Da hat sich das andere Game besser gehalten. Naja, umso mehr wird es ja jetzt krachen, ne? Hoffentlich. 12 Spins. Ist okay. Wichtig ist eigentlich nur, dass du hier die ganze Zeit dieses Scatter kriegst. Am besten relativ am Anfang. Jetzt hier unten ein Scatter, dann wäre sogar okay. Oh, mach ihn bitte rein auf den letzten Scatter, 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 Scatter. Ach Mann. 139, Aura. Gut, wer nicht wagt, wer nicht gewinnt, Freunde. Ich muss ja probieren. Freispiele. Wirklich viele, 16 Stück. 16 ist krass. Wenn der die Scatter macht. Wenn er jetzt direkt 3 am Anfang setzen würde, wäre so heftigste Lage. Okay, der hat 16 Spins und gibt mir 186 Euro.
Ist deine letzte Chance jetzt, ganz ehrlich. Ja, 1-7. Wäre ja auch in Ordnung. Hätten wir vorher nicht schon ordentlich was verknallt in dem Game, ja. Aber 1-7 ist nicht schlecht. Gehen wir nochmal rein und hoffen, dass er nochmal 1-7 macht. Oder ein bisschen mehr. Ich würde mal gerne erleben, dass er jetzt schon anfängt mit den Scattern. Genau, und dann jetzt so weitermacht, die ganze Zeit jetzt ein und danach ein, dass du jetzt schon quasi alle hast, das wäre heftig. Das lädt der Gewinner. Hier oben noch ein. Jawohl! Sind sogar okay angeordnet, oder? Hier hinten noch einer rein, wäre natürlich Bombe. 605, nice, 1-2. Komm, zieh mir mal den blauen Hund durch. 684, nice. Ja, weil das die mal Dreier waren, ne? Oh, Knochen ist cool. 722, 26. Okay, okay, okay. Hatte ich jetzt nicht so mitgerechnet irgendwie. So, jetzt den blauen Hund nochmal. Die Rottweiler. Okay. War nochmal schönes Bild. 460, 3200. Let's go, wir sind zurück. Damit hätte ich jetzt schon wieder nicht gerechnet. Und jetzt stehe ich auch wieder auf über 10.000 Euro. Krass. Aber man muss es immer erst übel verhauen, ne, Freunde? Um dann einen Gewinn zu kriegen. Boah, 726, krass. Was ist das für ein Bild? Out of nowhere. Na gut, auf 24 auch, ne? Ich glaube, mit den 11.000 gebe ich mich für heute erstmal zufrieden. Dann können wir lieber mal morgen weiter zocken. Falls ihr dort auch mal zocken wollt im Bankomat Casino, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kann sich man spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr über. Vielen Dank für den ganzen Support. Macht alle beim Gewinnspiel mit, läuft immer noch. Haut rein, macht's gut, bis morgen. Euer Gambit Joy. Ciao.